Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Industries DLC hier bei Heisenberg Zockt. So, das ist unsere neue Güterlinie. Mit der wollen wir hier noch in die Gleise rein, die da vorne sind. Oh, da fahren eh schon Güterzüge rum. Guck mal, sehr schön. Jetzt die Frage von wegen, ob wir hier noch hier rein sollen. Nein, das wäre doof. Also, weil, warum sollen wir jetzt hier mit den Zügen rein und diese Strecke hier mit weiteren Zügen blockieren, wenn wir das nicht müssen? Ich würde sagen, es wäre 10-mal schlauer, vermutlich, wenn wir tatsächlich eben, wenn wir schon können, hier einen separaten Zugang machen. Wir machen das jetzt so, dass wir hier nicht mal irgendwie da reingehen, sondern irgendwo da vorne. Ich guck mal schnell. Ich hätte das hier noch gerne relativ gerade. Das wäre dann plus minus so. Es ist zwar nicht parallel, aber es ist für sich genommen gerade. Und dann gehen wir vielleicht sogar hier rüber und dann mit einer Kurve da rein. Mal gucken, ob das klappt. Moment, ich baue das mal hier hin. Dann da runter, jawohl. Und dann hätten wir natürlich gerne noch die Möglichkeit, in die Richtung zu düsen. Vielleicht sogar so. Das wäre noch frech. Aber das ist irgendwie cool. Dann haben wir hier so eine Konstruktion. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Zack, okay. Gut, weil hier wird ja auch noch Start entstehen. Also von daher. Und das müsste eigentlich funktionieren. Wenn man hier guckt. Moment, ist da noch nicht viel los, außer dass sie reklamieren, dass sie kein Wässerchen haben. Das könnt ihr nachgeliefert bekommen. Habt ihr den Strom? Das habt ihr. Werden wir gleich rausfinden. So, Strom haben wir hier. Ah, die haben das Glück, genau. Dass hier hinten tatsächlich der Strom durchgeht. Da kommen schon die ersten LKWs. Irgendwann kommen hier die ersten Züge. Und da würde ich eigentlich ganz gerne noch mitfahren. Weil, ja, von hier außen, beziehungsweise von hier nach außerhalb der Map, das bringt nicht viel. Aber die Strecke hier, die würde ich gerne befahren. Wo sind jetzt die ganzen Züge hingekommen? Hier war doch eigentlich gerade noch ordentlich was los. Haben die irgendwie einen Abgang gemacht, weil wir hier eine neue Strecke gebaut haben? Das wäre eigentlich, soll ich sagen, nicht sehr höflich. Ah, das funktioniert aber hier mit den LKWs. Sehr gut. Jetzt brauchen wir wieder mal Gewerbe. Auch gut. Ich möchte aber, bevor wir irgendwas mit Gewerbe machen, hier mal schnell einsteigen. Hallo, Züge. Ihr habt eine Strecke. Ihr könnt sie benutzen. Kostet gar nichts. Einfach die Strecke benutzen, nach da hinten fahren. Da ist einer. Der fährt aber in dem Sinn falsch. Ist aber trotzdem natürlich ein cooler Zug. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die haben hier ja immer irgendwie ihre Riesentempos. Wir machen mal Güterzüge mit 70. 70, die ganze Strecke bis zur nächsten Weiche. Jawohl. Das passt. Wie sieht es hier unten aus? Da haben wir auch 70. Okay. Und hier hinten hätten wir das Ganze gerne auch noch. Auch mit 70. Gut, dann haben wir das. Ne, Moment. Da fehlt noch was, habe ich gerade gesehen. Warum auch immer. Ja, weil wir da eben eine Weiche haben. Also, hier auch die 70. Und hier ebenfalls die 70. Und hier machen wir, weil es eine gerade Strecke ist, machen wir hier mal 100. Okay, und hier vorne hätten wir auch gerne 100. So, müsste passen. Jawohl. Ja, doch 100. Gut. Gehen wir wieder raus und gucken. Da müsste doch ein Zug fahren. Warum fährt denn hier keiner? Hat sich das noch nicht rumgesprochen hier? Von wegen? Guck mal, die haben jetzt in heißes Industriemoloch auch Güterzüge. Bis nach da hinten, wo der Bauernhof steht. Nee, die wollen nicht. Wisst ihr was, dann machen wir das anders. Dann machen wir jetzt erstmal die Industrie. Blödsinn, das Gewerbe. Weil, ja, bringt ja nichts, wenn wir hier stehen und warten. Wir können ein bisschen den Zügen zusehen. Ist ja auch schön. Cool. Gemischte Güterzüge, das ist natürlich schon auch nett. Aber warum fährt denn jetzt hier keiner? Ich verstehe es gerade nicht. Geht ja auch raus. Ist die ausgehende Verbindung hier? Ja, offensichtlich ist vielleicht, weil die Strecke länger ist, dass das ein Momentchen länger dauert. Na gut, wie auch immer, wir haben Nachfrage nach Gewerbe. Wir machen Gewerbe und zwar, warum nicht hier unten? Der Eisenbahn lang. Einmal so und einmal so. Dahinter ist dann ja wieder IT-Cluster, das ist ganz klar. Wasser habt ihr. Das ist auch in Ordnung. Und warum nicht? Moment, ich gucke nochmal schnell wegen den Einzeichnungen. Das ist klar hier, das ist Industrie. Sonst haben wir ja nicht viel Platz. Hier stand noch, warum nicht vielleicht sogar einen Park machen. Das könnte man natürlich auch. Meine Idee war jetzt, dass wir hier einen See machen. Aber hier könnte man natürlich auch den Stadtpark integrieren. Den haben wir ja hier unten.
Wäre auch eine Möglichkeit. Gewerbe auf der Seite. Ja, vielleicht hier hochziehen. Sonst haben wir hier eigentlich nicht mehr allzu viel, wo wir Platz haben. Vielleicht hier noch in Richtung hier hinten, wo es dann zur Autobahn geht. Da könnte man natürlich auch noch was hinstellen. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich jetzt hier mal was hinstellen. Großartige Stadt. Das ging jetzt aber schnell. Heiliges bisschen. 22.000. Ein drittes Darlehen, Solarkraftwerk, Solarpower. Cool. Und eine Kachel müssen wir eigentlich auch noch mal haben. Ich guck mal schnell. Nein, falsch. Kachel war hier. Oh ja, jetzt haben wir hier doch ordentlich was, was wir noch kaufen können. Sehr schön. Machen wir jetzt aber noch nicht, weil jetzt ja noch hier erstmal der Nachfrage nachgehen, würde ich vorschlagen. So. Okay. Und da könnte man natürlich hier exakt neben der Autobahn, dass wir hier nochmal Straßen machen, dass wir da nochmal einen IT-Cluster machen. Dann ist die Autobahn eingebunden zwischen einem IT-Cluster. Das fände ich jetzt nicht so eine verkehrte Idee. Jupp, Wasser ist da. Gut, dann geht das hier runter. Jetzt wollen sie schon wieder Wohnungen und sie wollen auch schon wieder Industrie. Ich mache hier noch den IT-Cluster hin. Jetzt machen wir aber zuerst die Wohnungen. Wohnen wollen wir. Wo wollen wir denn wohnen? Vielleicht hier mal noch einen Riegel in Richtung IT-Cluster. Wobei, ich muss schnell gucken. Ach, der hat dann doch eine gewisse Größe. Okay. Sollen wir den hier mal kappen? Wir kappen den mal. Weil hier ist nicht mehr IT-Cluster. Sondern der ist dann weiter vorne. Okay, und die haben hier keinen Strom. Das tut mir leid. Kriegt er. So, Strom habt ihr. Passt. Wasser habt ihr ja, das habe ich glaube ich geguckt. Jawohl. Das passt. Gut. Gewerbe da hinten. Vielleicht noch ein, zwei Wohnungen hier. Wo wollte ich die hinmachen? Vielleicht hier runter, dass hier noch ein bisschen Wohnungen sind. So. Kann ja auch nicht schaden, wenn das Ganze ein bisschen durchmischt ist. Okay, gleich beim Güterbahnhof gibt es schönere Stellen, um zu wohnen, ist ganz klar. Aber man kann sich halt auch nicht immer aussuchen. Gut, IT-Cluster, der kommt. Wir machen jetzt hier Straßen hin. Ja, gerne was Breiteres, würde ich sagen. Warum nicht mit Bäumchen? Und machen das folgendermaßen. Wie kommt man zu diesem IT-Cluster? Der wäre irgendwie hier. So, der Autobahn entlang. Ich mache mal zuerst sozusagen die Hauptstraße. Die wäre dann so. Führt hier dran vorbei. Moment. Oh, warum gehst du unter die Erde? Nee, nee, nee. Das wollen wir nicht. Du darfst gerne ebenerdig hier weiter düsen. Da geht es tatsächlich unter die Erde, wenn man das so baut. Ich muss das ein bisschen kurviger machen. Okay, dann hier zurück. Und... ja, ich würde mal sagen, hier rein, weil da kommt die Autobahn, da kommen wir in dem Sinne natürlich nicht weiter. Oder wir machen eine fette Brücke hier rüber. Aber da haben wir zu wenig Platz, da kommen wir dann nicht mehr runter. Nee, das bringt nichts. Gehen wir hier rein. Das wird hier wahrscheinlich auch wieder ordentlich für Stau sorgen. Moment. Ampel weg, dankeschön. Und jetzt machen wir hier noch ein paar kleinere Querstraßen und dann werden wir den IT-Cluster einzeichnen. Machen wir jetzt mal nicht mit Bäumchen, jetzt machen wir mal die normale Straße. Hier raus. Da ist natürlich hier hinten gleich die Industrie. Ich weiß nicht, wie begeistert da der IT-Cluster ist, wenn er so neben der Industrie stehen muss. Wir werden es herausfinden. Je nachdem, wie groß die Häuser sind, werden wir schnell wissen, ob das Anklang findet oder eben nicht. So, und hier geht es dann weiter in die neue Kachel rein. Jetzt machen wir hier diesen Gebiete. Einzeichnen. IT-Cluster. Den können wir eigentlich einfach weiterziehen. Das ist eh relativ praktisch. So, das ist alles auch IT-Cluster. Und hier ebenfalls. Und hier eigentlich auch, wenn man es genau nimmt. Wobei, hier haben wir hier nicht Wohnungen eingezeichnet, die mir noch nicht entstanden sind? Ne, Gewerbe. Okay, Gewerbe ist ganz unten. Den IT-Cluster hätten sie gern. Gut, den kriegen sie. Eingezeichnet haben wir das jetzt schon. Ich gucke nochmal. Kontrolle. Ja, machen wir das so. Gut, ist IT-Cluster. Es ist IT-Cluster. Also müssen wir IT-Cluster pflanzen. Und die Teile haben wir hier. So, hier rauf. Zack, wir werden dann natürlich auch noch generische Industrie etc. wieder machen. Weil sonst haben wir hier tatsächlich nur IT-Cluster. Das ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Je nachdem, wenn das hier nicht gut aussieht, nehme ich diese Straße wieder weg. Dann haben wir hier mehr Fläche, um zu bauen.
Jetzt machen wir den hier auch mal noch. Und den Rest lassen wir für den Moment. Okay, das passt. Wasser wollte ich gucken. Oh lala, ja. Fehlt. Kriegt er. So, da rein. Und dann hier rein. Moment. Und gut ist, hier hinten müssen wir noch nichts machen. Frohes Bauen. Vielleicht noch einen kleinen Park dazu. Aber wirklich einen kleinen, irgendwie eine Hüpfburg. Eine Hüpfburg, die nicht allzu viel Platz wegnimmt. Zack, weil da bauen sie nämlich eh auch schon. Und müssen wir hier halt wieder gucken. Ja, da haben wir keine Arztpraxis. Nix. Vielleicht hier oben. Das ist halt das, wie soll ich sagen, wenn wir das jetzt so machen. Ich weiß auch nicht. Ja, wir verhindern, dass hier ein schöner IT-Cluster entsteht, wenn hier so kleine Gebäude sind. Höchstens, das würde da reinpassen. Nee, das würde uns glatt schon das Teil da kosten. Hier könnten wir es hinmachen. Okay, das hat jetzt nicht... Doch, hat was gebracht hier mit dem Grün. Feuerwehr. Die Hubschrauber müssen wir dann auch noch machen. Oh, was wir natürlich auch dringend noch zu tun haben. Das ist, dass wir dann relativ schnell... ja, den Katastrophenschutz mal in die Gänge bringen, weil wenn hier was passiert, dann Halleluja. So, noch eine Polizeistation. Eine kleine. Jawohl, und dann passt das. Und sie bauen hier eh schon. Guck mal, die Leute freuen sich. Ah, sehr schön. Das Ganze machen wir hier hinten natürlich dann auch noch, dass wir hier IT-Cluster an die Autobahn ranbasteln. Und hier würde ich das eigentlich auch ganz gerne haben, hier vorne. Gut. Ja, das können wir eigentlich, glaube ich, so laufen lassen. Nachfrage. Ist in Ordnung. Können wir denn jetzt vielleicht mal... Oh, da ist ein Zug. Jetzt könnten wir mitfahren. Moment, ich steige mal hier ein. Und hoffe mal, der fährt... Ja, nee, der fährt genau falsch. Also falsch ist übertrieben, aber er fährt halt nicht richtig. Hier möchte ich nicht einsteigen, der ist mir schon zu weit. Ich möchte schon irgendwie eigentlich mehr oder weniger die ganze Strecke. Sind die hier wirklich so spärlich unterwegs hier? Mit ihren Zügen? Warum das denn? Oh, jetzt. Zack. Wunderbar. Hier die Hochbahn. Hier Richtung IT-Klasse da vorne. Hier basteln sie auch schon wieder. Ja, sehr schön. Wenn dann hier links und rechts Gebäude dran stehen, dann sieht das natürlich entsprechend noch besser aus. Und ich mag halt, wenn eine Bahn auch mal ein bisschen Höhe hat, sozusagen. Haha. Ordentlich, ordentlich, was sie hier hingestellt haben. Die U-Bahn-Station sieht man hier auch wunderbar. Und jetzt haben wir hier vorne ja noch einen weiteren IT-Cluster. Den müssten wir auch sehen. Jawohl, oh, schaut mal. Der entsteht tatsächlich schon. Sehr nett. Das sieht dann cool aus, wenn man hier auf der Autobahn mitfährt. Da freue ich mich auch schon drauf. So, jetzt geht es aber erstmal Richtung Bauernhöfe. Da haben wir eigentlich alles soweit installiert. Wir warten im Prinzip darauf, dass diese Industrien leveln. Dann könnte man da wieder weitere Sachen hinstellen. Hat ein bisschen was von New York hier. Muss ich sagen. So mit der Eisenbahn. Das ist natürlich nicht unbedingt zwingend Güterzüge, die dann da durchfahren, sondern die S-Bahn, die U-Bahn im Prinzip. Nicht die S-Bahn, die haben da eine U-Bahn. Und das hat jetzt tatsächlich gerade ein bisschen ähnlich ausgesehen, so mit diesen Wohnungen, die da unterhalb sind. Aha, da jetzt kommen sie, die Züge. Sehr schön. Passt. Dann wird das nämlich auch genutzt. Dann hat das nicht nur einen Wir-können-hingucken-Faktor, sondern auch tatsächlich einen Nutzen. Und das ist natürlich klasse. So, haben wir hier irgendwie Stau? Nee, passt. Ich würde gerne noch was machen hier. Eigentlich beim Bauernhof. Aber eben, wir müssten dann... Ja, wir können ja noch ein, zwei Felder hinmachen. Bauernhof, Bauernhof, Bauernhof. Moment, das war bei der Industrie, Bauernhof. Was haben wir hier noch an Feldern? Große Scheune. Haben wir, glaube ich, alles gemacht. Haben wir hier mal eine große Scheune? Kann außerhalb wahrscheinlich... können außerhalb des Industriegebiets. Hier unten haben wir noch so Sachen. Warum nicht hier nochmal so ein Teil hinstellen? Kostet ja kaum was. Gut, aber primär geht es mir tatsächlich um die Felder. Getreidemühle haben wir. Kleine Viehweide. Da haben wir die große. Da haben wir sonst noch nichts. Aber hier haben wir noch ein mittleres Obstfeld. Ja, da müssen wir dringend noch was machen. Nicht im Industriegebiet. Ach, müssen wir noch vergrößern. Naja gut, bevor wir jetzt nach hier hinten gehen, würde ich mal sagen, wir basteln hier unten mal noch ein bisschen rum. Zack. Werden wir gleich noch einstellen natürlich, entsprechend, was das sein soll.
Okay, wir gehen raus und gucken. Oh. Ach, jetzt hat er gelevelt. Das ist ja schön, wegen den zwei Feldern. Cool. Huge Grain Silo. Das ist eine Mod, glaube ich. Jetzt haben wir das große Obstfeld, Getreidesilo, Lebensmittelfabrik. Wow, sehr gut. Werden wir natürlich gleich angehen. Hier hätten wir gerne Orangen. Dann hätten wir hier gerne das Treibhaus. Und hier hätten wir gerne, warum nicht Äpfel? Lassen wir das mal bei den Äpfeln. Gut. Haha, da sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Wir haben neue Sachen für unseren Bauernhof. Hauptgebäude, Lager. Ich muss gucken, was da steht. Instandhaltung haben wir. Mittleres Obstfeld, großes Obstfeld. Wohin mit dir? Jetzt müssen wir hier hinten tatsächlich schon mal kurz ausbauen. Moment. Dass wir das hier weiterziehen. Nein, nicht neu. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Moment. Industrie übermalen, beziehungsweise nicht übermalen. Genau, sondern weiterziehen. So, machen wir die hier runter. Und dann gibt das hier alles. Agrar... Wissenschaft hätte ich fast gesagt. Nein, Industrie. So, hier oben gerne auch noch. Und dann müsste das soweit, glaube ich, funktionieren. So, wir gehen zurück zu den Feldern. Mittleres, hier haben wir das große. Wo machen wir dich hin? Ich würde mal sagen, hier oben. Zack, zack. Zack, haben wir noch Geld? Ja, hoch, fast 1 Million. Sehr schön. So, nochmal. Eins hätte ich gerne. Ein letztes. Na, come on, snap. Snap it. Ich weiß, ich muss vorne bei der Straße eher. Jetzt geht's. So, angesnappt. Wunderbar. Machen wir hier Orangen. Hier machen wir die Äpfel. Hier machen wir die... Haben wir sonst noch was? Nein, Birnen. Und dann haben wir hier... Machen wir doch nochmal Äpfel. So, gut. Passt. Was haben wir an neuen Gebäuden? Wir haben hier die Getreidemühle. Den Melkstand. Oh Gott, haben wir einen Melkstand? Ich weiß nicht. Sonst haben wir halt zwei Melkstände. Das kann ja auch nicht schaden. Seht ihr irgendwo ein Gebäude, das so aussieht wie das hier? Nein. Doch, das ist, glaube ich, ein Melkstand hier. Nee, das sind... Oh Gott. Das ist Kollege Schlachthaus. Gut. Ah, hier unten. Moment. Melkstand. Passt. Ist der irgendwie überlastet oder so? Nö, eigentlich nicht. Steht zumindest nicht hier. Gut, dann lassen wir das. Dann investieren wir unser Geld in andere Sachen. Kleines Getreidesilo, großes Silo. Große Silos brauchen wir. Können die außerhalb stehen? Können außerhalb stehen. Warum nicht zum Beispiel hier hinten? So eine ganze Ladung. So, vielleicht müssen sie da ein bisschen weit fahren. Ist mir klar. Aber dann sieht man hier eben auch noch, dass das zur Industrie gehört. Da haben wir kleine Scheune. Eine große Scheune. Weiß nicht, ob die neu ist. Ist egal. Hier kommen zwei große Scheunen hin. Und dann haben wir hier noch Huge Grain Silo. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Mod. Ja, einmal da und einmal gerne nochmal daneben. Werden wir uns gleich ansehen. Und dann müsste eigentlich hier hinten noch was passiert sein. Großes Lagerhaus haben wir, glaube ich, schon gemacht. Lagerhof. Für Güter und Produkte. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon. Können die auch außerhalb? Steht ja mir nicht. Modus ausgewogen, orientiert sich. Kann man, glaube ich, außerhalb hinstellen. Würde ich jetzt aber nicht machen. Nein, ich möchte eigentlich hier noch schnell gucken. Industrie, Stahl. Möbel brauchen wir hier nicht. Haben wir schon gebaut. Limonade auch nicht. Kleidung auch nicht. Die Lebensmittelfabrik brauchen wir. Hermann ist der Held aller hungrigen Leute. Hermann ist der Held aller hungrigen Leuten. Ja, okay. Hermanns Qualitätsessen bietet eine Vielfalt an Fertiggerichten. Die Lebensmittelfabrik erfordert Tierprodukte, Mehl, Papier, oh Gott, und Plastik. Einzigartige Fabriken können außerhalb des Industriegebiets platziert werden. Da müssen wir warten. Und ihr ahnt warum. Weil wir haben natürlich kein Papier und kein Plastik. Papier hätten wir irgendwo hier hinten, glaube ich. Aber Plastik fehlt noch. Dann warten wir mit der Lebensmittelfabrik. Und machen hier doch nochmal ein paar Felder hin, wenn wir schon können. Wir haben ja Platz. Zack, zack, zack. Große Viehweide. Eine große Viehweide haben wir nämlich auch noch nicht. So, gibt's hier. Oder hier oben. Ne, das sollte alles irgendwie ein bisschen beisammen sein, würde ich vorschlagen. So, einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir hier drei große Viehweiden.
Hier haben wir Hochlandrind, hier haben wir Schafe und hier haben wir Schweine. Dann fehlen eigentlich die Kühe, die brauchen wir schon auch noch. So, einmal hier Kühe, zack, okay. Kühe hatten wir hier. Und kann man hier auch noch Dingens machen? Moment, ich guck mal schnell. Ich mache mal nochmal eins. So, dass wir hier auch noch ein Treibhaus haben. Nee, geht nicht. Da machen wir doch hier nochmal Hochlandrind. Okay, und die spawnen dann ja relativ schnell rein. Da hinten sieht man schon, da kommen sie. Warum gehst du nicht zu? Ja, mehrere Probleme. Wir haben dich gerade frisch gebaut. Von daher... Ach, Wasser haben sie keins. Okay, das kriegen sie. Das brauchen sie natürlich auch. Und schön, jetzt hier die Güterzüge rüberdüsen. Das gefällt mir jetzt schon. So, zack, zack. Dann habt ihr Wasser. Da wieder rein. Und passt. Vielleicht hier oben mal nochmal langziehen. Dann haben wir hier auch schon. Gut, Wässerchen habt ihr. Wie geht's unseren Viechern? Da gehen wir mal in den Ego-Modus. Da waren wir schon länger nicht mehr. Ja, Hallöchen. Die sehen schon auch cool aus. Haben wir hier hinten auch schon Tierchen? Nein, hier ist noch leer. Wahrscheinlich ploppen sie jetzt gleich auf und wir werden erschlagen von irgendwelchen Hochlandrindern. Da war sogar noch ein Bauer mit Mistgabel. Hallöchen. Herzlich willkommen hier bei uns. Da sind die Schweinchen. Hier hinten sind die Schafe. Auch sehr nett. Hallo Schäfchen. Hallo, hallo. Und das sind wieder die Hochlandrinder. Das sieht man relativ deutlich. Oh, cool. Mit dem Güterzug, der hier durchfährt. Ob das die Tierchen stört? Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, aber mein Gott, das sind halt Tierchen. Sie haben immerhin genug Auslauf. Also wenn man natürlich hier tatsächlich, das sind nochmal die Axt. Wenn man hier wirklich die großen Felder plant, baut, dann ja, dann hat man entsprechend Platz. Und jetzt haben wir hier schon wieder ordentlich Nachfrage. Ich möchte hier aber nochmal irgendwie ein, zwei Felder haben. Hier unten, da haben wir den Platz nicht. Da müssen wir vielleicht nochmal zu den Kleinen greifen. Jawohl. Oh, das gibt einen richtig coolen Bauernhof. Zack, okay. Einstellen. Treibhaus. Hier hätten wir auch gerne Treibhaus. Damit wir mal zwei hier haben. Oh, jetzt haben wir gerade vier. Das ist auch okay. Dann gibt es hier nochmal Birnen hier hinten. Und nochmal ein Wässerchen dazu. Okay, Wässerchen habt ihr. Strom, das ist dann die andere Frage. Doch, das hängt hier alles irgendwie ein bisschen zusammen. Das ist vernünftig. Wir haben auch genug, das passt auch. Neben Nachfrage haben wir jetzt natürlich auch schon wieder ordentlich. Und jetzt wird es hier Verkehr geben. Huiui. Ja, man sieht es hier oben schon. Jetzt funktioniert der Güterbahnhof. Das ist soweit bestens. Nachfrage nach Wohnungen und nach Gewerbe. Wir gucken mal schnell. Wohnungen haben wir hier ja ein paar. Gewerbe haben wir hier auch ein bisschen. Warum nicht nochmal hier? Wo wir sowieso nicht mehr viel hinstellen können. Weil wir den Platz nicht haben. Ein bisschen Gewerbe. So, hier gerne auch noch. Und dicht besiedelt. Okay. Und hier oben wohnen dann nochmal ein paar Leute. Würde ich vorschlagen. Zack. Und hier ebenfalls. Das ist so eine Wohn-Gewerbe-Ecke. Und der Rest sollte dann wieder irgendwie für die Agrarindustrie reserviert sein. Wasser ist in Ordnung. Strom werdet ihr haben. Und da bauen sie auch gleich schon wieder. Sehr nett. Wir können aber noch weitere Wohnungen installieren. Nur Industrie brauchen wir gar keine, weil hier natürlich auch der IT-Cluster noch am Wachsen ist und gerade entstanden ist. Wo könnten wir denn noch Wohnungen gebrauchen? Vielleicht hier, in dem Bereich. Hinter dem IT-Cluster, oder zählt das noch zum IT-Cluster? Wenn wir hier gucken. Moment. Zack. Ja, das zählt noch zum IT-Cluster. Dann lassen wir das mit Wohnungen. Hier hinten möchte ich noch nichts machen. Hier hätten wir natürlich noch Platz. Vielleicht hier mal noch irgendwie ein paar Dingens durchziehen. Oder wisst ihr, was natürlich wirklich cool aussehen würde? Das ist ein bisschen Platzverschwendung. Aber wir haben ja noch so viel Platz und noch Kacheln, dass wir hier einen See haben. Hier haben wir einen See. Und hier haben wir einen See. Was hier auch noch fehlt, das stand auch in den Kommentaren. Wir haben nirgends einen Kanal. Wir haben eigentlich in jeder Staffel einen Kanal gezogen. Der ging jetzt hier vor lauter Industrie etc. völlig vergessen. Da gebe ich euch recht. Haben wir denn einen Meeranschluss irgendwo? Wenn wir hier mal rausgehen. Hier vorne wäre das Meer. Das könnte man sogar mit der Kachel hier schon erledigen. Sprich, dass wir hier Richtung Meer kommen. Das würde also klappen. Von da dann ein Kanal hier lang. Das Problem ist natürlich, wir kommen jetzt mit dem Kanal... Fürchte ich nicht mehr allzu weit.
Weil hier ist überall schon gebaut. Höchstens, dass wir eben natürlich dann, wenn wir hier die Kachel haben, mit dem Kanal meinetwegen hier rüber, da lang, hier rüber und dann den Kanal hier außen lang ziehen, hier Richtung Bauernhof. Das wäre eine Möglichkeit, das würde funktionieren. Ich würde sagen, das gehen wir dann demnächst an. Aber wir haben noch so viel zu tun. Wir wollen ja auch noch normalen Bahnbetrieb haben. Sprich, dass wir hier wirklich immer noch einen großen Bahnhof haben, der die Leute hier mit der Außenwelt versorgt. Das gäbe dann auch wieder ordentlich Geld. Ja, ich würde sagen, das wäre das nächste Thema. Dingens. Bahnhof. Jetzt habe ich gerade überlegt, hier rein natürlich nicht, weil das ist heißes grüne Lunge. Nee, der Bahnhof kommt irgendwo anders hin. Aber ich würde sagen, das entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.